Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich hatte Lust, mir ein bisschen neues Make-up ins Gesicht zu geben und da habe ich mir gedacht, mache ich doch einfach mal die Kamera an und nehme dich da mit. Und zwar geht es um die Marke Revolution Pro. Da habe ich mir einiges von Rossmann gekauft, einiges von Cosmetic for Less. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und von Pink Panda habe ich mir übrigens auch noch was geholt. Aber hier ist so mein Sammelsurium der gesamten Werke und ich möchte das gerne mal in meinem Gesicht austesten, denn ich habe von der Marke noch gar nichts ausgetestet. Als ich mir alles so aufgestellt habe, ist mir eins aufgefallen. Ich habe zwei Bronzer aus Versehen gekauft und dafür keine Mascara. Läuft bei mir, ne? Okay, ja. Also, ich weiß nicht. Die Marke Revolution sagt mir auf jeden Fall was. Revolution hat ja diese Reihe Pro noch mit rausgebracht, die ein bisschen hochpreisiger ist. Dementsprechend soll sie aber auch eine bessere Qualität haben. Wir warten es mal ab. Und ich habe hauptsächlich etwas aus dieser Reihe New Neutrals oder so nennt sich das, glaube ich. Also das steht auf manchen Produkten drauf, aber nicht auf allen. Aber die haben alle dieses witzige Leopardenmuster quasi. So. Wir fangen an mit einem Primer. Da habe ich hier diesen hier, der Revolution Hydra Primer. Das ist ein 30 ml Ding in so einer Glasflasche, kommt es daher. Genau, also die Verpackungen sind an sich ganz schön, aber brauche ich jetzt so nicht. Ist jetzt für die Transportsicherung ganz gut gewesen und dann hättest du sonst hier wahrscheinlich auch... Ja, nee, nicht dieses Goldene, doch hast du eigentlich schon, ne? Aber gut, der scheint, ja, weiß zu sein. Und Hydra hat mich eigentlich am meisten angesprochen. Matt muss jetzt bei mir eigentlich nicht so sein. Achso, ich mache mir zuallererst meinen Haarreifen drauf, den ich dir selbstverständlich unten in der Infobox verlinke. Ich werde jedes Mal danach gefragt. Genau, ne? Pumpspender. Man kann ich mir so auf den Finger geben eigentlich. So sieht es aus, wie so eine Creme, ne? Also nicht flüssig, die ist weiß. Riecht jetzt auch nicht nach irgendwas Besonderem, aber meistens ist es so, ich gebe mir jetzt zwei Pumpstöße auf die Hände, ne? Verreibe das erst in den Händen und dann kommt es auf mein Gesicht, dass du erst im Gesicht dann diesen richtigen Duft verspürst. Ja, wenn das in Kontakt mit der Haut kommt, aber es riecht eigentlich nur nach Creme. Meine Haut ist aktuell, ja, kurz vor der Erdbeerwoche halt ein bisschen problematisch, ne? Also sie erfordert halt so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr... abdecken muss. Ja, lässt sich ganz gut verteilen. Hat was Leichtes, Silikoniges auch mit dabei, aber nur ganz bisschen. Ansonsten fühlt es sich einfach an wie eine Creme. Ja, ich gebe mir auch immer einen Pumpstoß ungefähr so auf meinen Hals, weil das soll ja auch hydratisieren, soll ja auch alle pflegen. Und das hat schon mal ganz gut funktioniert. Mattiert schon ein bisschen ab, ja. Hydratisiert aber auf jeden Fall, das habe ich gemerkt. Also ich verspüre auf jeden Fall ein Feuchtigkeitsgefühl auf meiner Haut. Ich habe jetzt nicht... Nee, also ist doch, es mattiert schon. Also wenn ich jetzt auch so drüber gehe, ich fühle das, es fühlt sich fast schon so an, als würde es gleich krümeln wollen, was ich nicht hoffe. Als nächstes trage ich eine Foundation auf. Da habe ich die Foundation Drops, ich weiß nicht, Farben sind immer so schwierig online herauszufinden, ne, welche passend ist. Das ist die Farbe F3. Ich habe keine Ahnung, ob sie passt. Ich hoffe. Ja, das muss man halt schütteln, weil sie wohl sehr, sehr flüssig ist. Gebe ich mir das erstmal auf meinen Handrücken. Ja, richtig flüssig und... Ja, ich glaube, die passt. Doch, ich glaube, die passt wirklich. Sieht jetzt auf den ersten Blick eigentlich gar nicht so verkehrt auf. Ich habe jetzt noch nicht ganz das Ganze auf meinem Gesicht, aber jetzt arbeite ich das mit dem Schwämmchen ein. Oh, die Farbe passt optimal, Leute. Guckt euch das an. Das freut mich gerade voll. Doch, die lässt sich gut einarbeiten, weil die halt so schön flüssig ist. Verschmilzt die direkt mit der Haut. Das geht ganz gut. Da mein Hals und mein Gesicht und mein Körper und alles irgendwie nicht wirklich hundertprozentig zusammenpassen, blende ich die natürlich auch noch so ein bisschen den Hals runter, einfach um das Ganze noch etwas harmonischer zu machen. Sie wirkt, als hätte sie eine mittlere Deckkraft, das heißt zum Beispiel hier mein Referenz roter Punkt, Pigmentstörung, was auch immer, scheint immer noch durch, aber so kleine Unebenheiten sind abgedeckt. Poren werden nicht verfeinert, also ich finde, die werden betont und nicht verfeinert. Ja. Und ich finde sie dann auf der Haut nicht leicht, also ich finde sie doch relativ schwer, obwohl es eine flüssige Foundation ist. Das finde ich sehr, sehr interessant. So ein bisschen Glow habe ich jetzt tatsächlich, obwohl ich einen mattierenden Primer hatte. Das muss ich auch sagen, ne? Also ich finde, dass meine Haut schon einen schönen, gesunden Glanz hat. Und jetzt verwende ich einen Concealer und das ist der Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Da bin ich sehr gespannt. Also der soll nicht creasen, Leute. Ne?
Das behalten wir im Auge. Ich habe die Farbe C3, das ist in dieser Verpackung und kommt dann so als kleine Tube daraus und ja, wirkt jetzt in der Kamera wahrscheinlich deutlich dunkler, als er ist, hoffe ich. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich die Foundation in F3 habe, dann muss ich den Concealer auch in C3 haben, weil irgendwie so war meine Idee. Dann gucke ich mal, wie das hier rauskommt. Ach, guck mal, du hast dann hier so ein Rausdruckvieh-Applikator-Gedöns. Und den gebe ich mir jetzt vorsichtig unter meine Augen. Hallo? Da will nichts kommen. Oh Gott. Oh Gott. Der ist richtig pastig. Der ist richtig dick. Uff. Ich glaube, den muss ich mit den Fingern erstmal auftragen, weil der ist so dick. Oh Gott. Der ist richtig... Seht ihr das? Der zieht so richtig Fäden nach oben, ne? Oh Gott. Hat ein bisschen was von dem... Becker Under Eye Corrector in Kombination mit einem Concealer, würde ich jetzt mal so sagen. Sehr klebrig und so. Gott, und das soll Anti-Crease sein? Ja, das ist ja mal eine Ansage, oder? Wow. Dann hier noch eine Schicht hin, beziehungsweise eine Partie. Ich glaube, sowas geht entweder besser mit dem Finger oder mit dem Pinsel. Also ja, er deckt schon ziemlich krass ab, ne? Aber er fühlt sich sehr, sehr schwer auf dem Gesicht an. Wow, also... Das finde ich schon krass. Ich mache mal eben das andere Auge. Krass. Also vom Ergebnis her finde ich den echt krass. Ja, aber der ist auf jeden Fall da, ne? So das, beziehungsweise ja. Er macht auf jeden Fall alles an Rötungen und wie auch immer macht er den weg. Das ist schon mal eine coole Sache, aber ich weiß nicht. Hier kriegt er auf jeden Fall eine Lidfalte, ne? Aber gut, das machen ja alle Produkte, da kannst du nichts zu sagen. Aber ich werde mal schauen, wie sich das auch so unter den Augen verhalten wird. Jetzt verblende ich ihn quasi das letzte Mal so mit meinem Finger und dann nochmal mit dem Beauty Blender. Danach gehe ich da nicht mehr bei. Dann muss er zeigen, was er kann. Das ist eine Bewährungsprobe hier. Kommen wir zu Puder. Da habe ich dieses hier. New Neutral Translucent Pressed Powder. Ja, das ist einfach ein gepresstes Kompaktpuder, was auch in dieser Leo-Optik daherkommt. Und so sieht das Produkt innen aus. Steht übrigens so gut wie auf allen Produkten cruelty-free und vegan drauf. Das finde ich super interessant. Sehr, sehr schick von der Aufmachung her. Ne? Hat einen großen Spiegel mit dabei, was ich echt geil finde. Und ja, es ist einfach weiß. Und oh, es ist weich. Es ist richtig weich. Sehr angenehm. Jetzt setzen wir erstmal damit den Concealer. Und dann gehe ich nochmal komplett über mein ganzes Gesicht. Ich finde, dass das nicht ganz transparent ist. Also es hält schon noch mal so ein bisschen den Teint auf. Was ich jetzt bei mir nicht so schlimm finde, ne? Weil ich bin halt weiß. Also es mattiert sehr, sehr stark ab. Also das nimmt dir alles an Leben aus dem Gesicht, was du drin hast, drauf hast. Das ist dann alles einfach mal weg. Aber wenn ich so mit dem Pinsel drüber fahre, fühlt es sich nicht so an, als wäre mein Gesicht schon fertig gesettet. Jo, ansonsten sieht das alles relativ gut aus, ne? Schön ebenmäßig und von der Ferne, also jetzt auch so im Bildschirm, finde ich, sieht das alles flawless aus. Gehe ich näher ran, denke ich mir, wow, Claudi, du hast richtig dick Foundation drauf, obwohl ich das nicht habe, ne? Aber das sieht hier sehr, sehr, sehr betont aus. Das ist schon krass. An der Nase, das ist ja immer der kritische Punkt, da setzt sich jetzt so aktuell noch nichts ab, es fängt aber so langsam an. Und unter den Augen geht es auch schon los. Also Anti-Crease würde ich jetzt nicht sagen. Da habe ich definitiv schon Produkt in meiner, da, wie heißt das denn da? Ne? Unteren Augenpartie. Und das sieht sehr, sehr, sehr trocken aus. Uff. Ne? Irgendwie Foundation und Puder vertragen sich da noch nicht so ganz. Wir gucken mal weiter. Also das Puder an sich ist okay, aber jetzt nichts, wäre jetzt nicht mein Lieblingspuder. Ich habe hier übrigens so ein Handtuch liegen für immer mal wieder meine Hände abputzen und so. Das ist immer viel wert. Jetzt gucken wir uns mal, ich hätte vielleicht vorher die Lidschattenpalette verwenden sollen, bevor ich meine Base mache. Das ist immer so dieses Typische, ne? Und dann mache ich meine Base und denke mir, ach Mist. Egal. Ja, ich mache jetzt aber trotzdem weiter mit der Base, weil ich bin jetzt gerade dabei. Ich bin im Flow. Ich benutze jetzt einen Bronzer. Da habe ich ja, wie gesagt, zwei Produkte. Einmal habe ich hier so ein Duo-Gedöns, wo ich Highlighter und so ein Contour-Powder mit drin habe, was aber meiner Meinung nach viel zu rotstichig aussieht. Das finde ich schon sehr, sehr krass. Also ich meine, das sieht schön aus. Es fühlt sich jetzt auch super samtig an am Finger, ne? Also sehr, sehr angenehm. Aber sieht echt rot aus. Ja, das ist doch viel.
viel zu rot. Das ist doch kein Kontur. Das ist eher ein Blush. Nee, 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 nee. Das gebe ich mir nicht als Bronzerton auf. Vergiss es. No way. Das kann man sich als dunklen Blush aufgeben. Alternativ dazu habe ich eine 4K Bronzer Palette in der Farbe Cool. Also das ist dann wirklich, ne, mit kühlen Tönen. Leider kein Spiegel dabei. Haben leider keine Namen. Fühlen sich extrem sanft an. Also sehr fein gemahlen. Das hier, dieses marmorierte nicht. Das ist ein bisschen gröber. Aber die anderen drei, wow. Ja, dadurch, dass man jetzt mit dem Finger durchgeht, hat man natürlich ein bisschen Kickback, ne? Hat jetzt nicht so den allergrößten Unterschied alles hier. So schauen die vier Töne aus. Also definitiv ein Unterschied zu diesem, nennen wir es mal, Nicht-Konturprodukt. Diese beiden scheinen auch einen leichten Schimmer mit drin zu haben, was man jetzt so bei dem vielleicht in dem Pfännchen sehen würde, aber bei dem oberen siehst du es nicht so ganz, ne? Und die zwei sehen im Pfännchen sehr ähnlich aus, aber wenn man die swatcht, dann sieht man einen klaren Unterschied, dass du auf jeden Fall hier eine etwas hellere Farbe hast, und das werde ich jetzt auch verwenden, um mein Gesicht entsprechend aufzuwärmen. Gehe da mit dem Pinsel von eben rein, abklopfen. Ich habe ja gelernt, ne? Und dann, oh schön, ja, gebe ich mir den als Bronzer und Kontur auf. Also wenn man sich das mal anguckt, ne, auf der Seite habe ich jetzt quasi den Bronzer verwendet, auf der Seite nicht. Es ist ein schöner Bronzer. Der ist sehr, sehr angenehm und nicht zu krass. Er lässt sich wundervoll ausblenden und ich finde den schön. Der ist nicht fleckig, der ist sehr ebenmäßig, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, ne, totes Gesicht, lebendig. Ja, ne, ich finde den unheimlich geil. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Eine tolle Palette. Ich möchte den eigentlich nicht kaputt machen, aber ich möchte trotzdem mal den so ein bisschen ganz leicht drüber geben, weil das ist für mich eher so ein Bronzer-Topper, weil der halt noch so einen leichten Glow mit drin hat. Und ich habe ja schon so ein totmattes Gesicht. Oh Gott, der ist ja ordentlich pigmentiert. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht sieht das ganz geil aus, wenn ich den so leicht hier drüber tupfe. Und ja. Oh ja. Hm. Gefällt mir. Ja, gut. Wir haben wieder ein bisschen Leben in mein Gesicht gebracht und gehen nun weiter zu weiterem Leben. Ich verwende übrigens immer noch den gleichen Pinsel, weil ich bin ja eine faule Trine, was Pinsel angeht, ne? Ich nehme hier meinen Lappen und mache hier mal die Swatches weg. Dann kann ich da nämlich gleich auch die Blushes hin swatchen, denn auch die Blushes, die ich geholt habe, das ist eine Blush-Palette, 4K Blush-Palette, und ich weiß gar nicht, ist die Peach? Peach ist die Farbe, ja, okay. Auch da haben wir eine Ölfolie drauf. Zack. Und hier haben wir vier verschiedene Blushfarben. Huh, sind die schön. Oh, ja, ein so ein richtig, richtig krasses Orange. Dann hier wieder so ein Marble-Ton. Heißt es überhaupt Marble? Mabel? So ein Marmorton auf jeden Fall. Dann hier unten gehen wir etwas dunkler ins Aprikose, ne? Wow. Und hier haben wir dann so ein ganz, ganz zartes Peach. Also so mit den Fingern sieht es auf jeden Fall heftig aus. Und was ich interessant finde, du hast in beiden Paletten jeweils eine Topperfarbe. Wow. Das ist mal ein Swatch. Also das sind sehr, sehr, sehr coole Farben. Ich bin jetzt nicht so der orangene Typ, muss ich gestehen. Das heißt, der hier oben fällt für mich sowieso raus. Der ist vielleicht mal als Lidschatten ganz witzig. Den hier kann ich mir gut als Topper vorstellen, tatsächlich. Der hier, den finde ich super interessant, ist mir tatsächlich, und das sage ich, ein bisschen zu heftig. Also der ist, wenn dann, was für den Sommer. Aber den hier, den kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist halt das richtige Peach, was in der Palette drin ist, hier unten. Den werde ich mir jetzt auftragen. Gehe vorsichtig mit dem Pinsel rein und habe direkt mega was drin. Also gut abklopfen, Leute. Und dann gebe ich mir den ganz vorsichtig auf. Oh mein Gott, der geht schon richtig ab, Leute. Ach komm, was soll's. Ich weiß jetzt nicht, wo meine Aufnahme aufgehört hat, denn ja, nach einer halben Stunde hört meine Kamera immer aufzunehmen, genau. Ich habe gerade nur gesagt, dass ich das ziemlich geil finde und ich lasse den immer so ein bisschen in den Bronzer mit reinfließen, dass es halt nicht so ein Balken ist, sondern dass es alles harmonisch ineinander übergeht. Und der Blush ist nicht so krass, ne? Also hatte ich ja erst, bevor ich befürchtet, dass halt, als ich diesen Swatch hatte, dachte ich, huch, da kommt aber ordentlich was. Nee, der ist sogar fast schon dezent, um das mal so zu sagen. Das heißt, ich gehe mal hier auch nochmal in den etwas sehr dunklen rein, vorsichtig. Trotzdem klopfe ich den so ein bisschen ab. Den Rest auf dem Pinsel gebe ich mal kurz in mein Handtuch. Wow, und das blende ich mal aus.
Und man hätte jetzt anhand der Swatches nicht vermutet, dass man so ein natürliches Ergebnis hinbekommt. Ne? Also das sieht ja wirklich aus wie gerötete Wangen, was super ineinander verschmilzt. Also das mag ich gerade richtig gerne, das feiere ich gerade. Den Blush blende ich übrigens immer so ein bisschen hier oben in den Haaransatz zusammen mit dem Bronzer rein, dass du halt keine Kanten hast oder so und das alles einfach irgendwie verbunden ist. Also jetzt mal von Namen. Mir gefällt es voll gut. Das, was ich aber jetzt von Namen auch sagen muss. Siehst du was? Der creased wie Sau. Also der Concealer ist bei mir durchgefallen. Ich gehe jetzt auch noch ganz sanft mit diesem Blush Topper ganz sanft drüber. Weil ich mag das, wenn ich lächle und meine Wangen so glänzen. Das gebe ich quasi dann nur hier so vorne auf, weil hier gebe ich ja gleich den Highlighter auf. Das mag ich. Das ist irgendwie schon niedlich, oder? Jetzt möchte ich erst meine Augenbrauen machen und dafür verwende ich Microblading Effect in der Farbe Ebony. Also das war ganz schwer, da eine Farbe zu finden. Precision Eyebrow Pencil. Das ist diese Verpackung, so sieht das aus. Und die Farbe sieht man halt oben, das sieht schon krass aus, ne? Und das hier ist der Pinsel, wie er halt dann, oder der Pen, der Pencil, der Stift, wie er da so rauskommt. Ist halt einer zum Hochdrehen, das finde ich eigentlich immer ganz nett, das mag ich. Mal gucken, was das wird. Ja, es ist schon recht dunkel, aber es ist nicht rutschig, es ist schon aschig. Sehr weich. Na, wenn ich jetzt hier oben drüber male, sehe ich, dass es schon rötlicher ist als das, was ich normalerweise verwende. Also nicht so ganz ein Farbmatch, um das mal so zu sagen. Ne? Das sieht schon sehr kantig auch aus. Ich blende mir das mal eben ein, aus, durch, kämmen, bürsten. Ja, also ausgebürstet geht das definitiv klar, finde ich, ne? Also das ist auf jeden Fall tragbar. Also den werde ich auch weiterverwenden, weil ich finde den in Ordnung, so wie er jetzt performt hat. Doch. Also Augenbrauen gehen definitiv klar. Das ist ein schnell anzuwendendes, echt schönes Ergebnis, schnell anzuwendendes Produkt, was ein relativ passendes Ergebnis auch gibt. Also auch von der Farbe her, ne? Ich vergleiche das ja immer so mit meinem Haar. Ansatz, der da so in der Nähe rumschwebt, ist es ein bisschen rotstichig, ja, aber damit komme ich klar. Doch, ja, mag ich, finde ich cool. Kommen wir mal zur Lidschattenpalette. Ja, ne? Da habe ich diese hier, das ist die New Neutral Luxe Shadow Palette. Die sieht schön aus, ne? Die ist viel mit Warm Tones, hat so einen schönen großen Spiegel mit dabei. Tolle Farben, alle Farben haben Namen, finde ich großartig. Und manche Farben kommen mir etwas bekannt vor, die ich dann auch schon mal in der Huda Beauty Palette gesehen habe, in der Nude irgendwas oder so. Und auch in der Peony Palette, aber das sind so tolle Farben. Das ist so schön. Zuallererst sehen wir meine untere Augenpartie, die schlimm aussieht. Also der Concealer ist nachgedunkelt. Ich gehe hier eben mal mit diesem Pinsel da mal drüber, um das Ganze so ein bisschen aus den Falten rauszuholen. Aber furchtbar, oder? Also Anti-Crease ist was ganz anderes. Naja. So, hier ist ja so ein Base-Ton mit drin. Die Farbe Based. Und den gebe ich mir als Base-Ton auf mein komplettes Lid und mein bewegliches Lid. Also richtig cremig von der Textur her. Oh ja. Und der ist auch schön deckend. Ich finde das super praktisch, dass solche Töne auch mit den Paletten drin sind. Dann hast du nämlich direkt deinen Lidschattenprimer mit dabei. Das mag ich. Ich bin ja so ein fauler Mensch, was sowas angeht. Die Farbe Neutral bietet sich ja an, um einfach mal alles zu setten. Calm kommt in die Crease, also in die Lidfalte, die sich bei mir ja ganz woanders befindet. Also ich mache das hier mal so ein bisschen weiter nach oben hin. Ja, also der Effekt auf dem Auge ist damit nicht wirklich gegeben, um das mal so zu sagen. Mal gucken, ob Shadow mehr kann. Das ist ja quasi, ja, ein bisschen dunkler ist dieser Farbton, ne? Kommt im Auge aber deutlich wärmer raus als im Fännchen. Lässt sich aber super schön auftragen, das muss ich sagen. Ich möchte auf jeden Fall die Farbe Hidden verwenden. Und ich versuche mir die mal hier außen aufzugeben. Also das ist dieses duochromatische, mega geile, was ich eben mir auch schon angeguckt habe. Ich nehme das mal mit so einem ganz normalen, festgebundenen Smudging Brush auf. Tupfe das so ein und es geht. Oh, ist die schön, die Farbe, oder?
Mir gefällt die gerade voll gut. Ich setze die mir quasi auf mein äußeres Drittel und blende die ganz leicht hier auf meinem Knochen ein. Damit sie halt mit in meine künstliche Lidfalte, wie auch immer, mit reinkommt, weil ich mit einem kleinen Schlupflid ja unterwegs bin. Muss ich schon ein bisschen aufbauen, wenn man es mit dem Pinsel macht. Der ist ja auch nicht angefeuchtet. Ich habe auch keine Cut Crease, das mache ich ja immer ungern, wenn ich das erste Mal Produkte austeste. Weil ich möchte einfach sehen, wie sie einfach so, wie sie sind, funktionieren. Und nicht, wie sie funktionieren könnten, wenn ich tricksen würde. Wisst ihr, was ich meine da? Das hat alles seinen Sinn. Ich gehe jetzt hier mit dem Blendepinsel nochmal drüber. Habe da jetzt kein weiteres Produkt aufgenommen. Einfach nochmal, um das Ganze ein bisschen auszusoften. Die Farbe For Real, da, das ist auch so ein Schimmerton, setze ich mir quasi in den inneren Drittelbereich meines beweglichen Lides. Der innere Drittelbereich meines beweglichen Lides. Gute Bezeichnung. Auch der performt sehr schön. Das ist echt schön, als würde ich mir so Gold auf die Augen geben, ne? Mag ich gerne. Sieht gut aus, ne? Die Mitte habe ich jetzt mal freigelassen, weil da möchte ich jetzt noch etwas Toppendes drauf geben. Und zwar die Farbe Jazz It Up. Da gehe ich etwas kräftiger rein, weil der das nicht so gut greift. Aber das geht klar. Das mag ich. Ich gebe mir die jetzt trotzdem nochmal mit dem Finger drüber, weil ich glaube, da knallt die dann noch ein bisschen mehr. Ja. Das funktioniert oft bei solchen Farben einfach besser. Mit Calm von eben, das ist diese langweilige Farbe vom Anfang, blenden wir hier oben nochmal alles nach oben hin aus, dass die Übergänge soft sind und quasi, ja, der Schimmer halt, ne, so ein bisschen mal wegkommt, weil ich glitzer hier überall rum. Muss ja auch nicht sein. Ist jetzt kein ultra auffälliger Look jetzt über dem Auge, aber es ist ein Look. Die Farbe Majestic nehme ich jetzt mal für den unteren Wimpernkranz ganz, ganz vorsichtig und nur bis zur Mitte. Blende ich das so ein bisschen rein, einfach so ein bisschen, um das Ganze ein bisschen zu verdunkeln. Und das halt auch wirklich nur ganz, ganz soft, ne? Da gehe ich jetzt nicht viel in die Farbe rein, nur ganz leicht. Ja, so. Für den inneren Augenwinkel und für den Augenbrauenbogen verwende ich die Farbe Glizzard. Das ist die hier oben. Kommt nicht ganz so gut zur Geltung. Eher so ein dezentes Inner Corner Highlight hier, du. Bisschen. Bisschen ist sie da. Und als Highlighter habe ich ja den hier in dieser Sculpt and Glow Palette. Und doch, der ist schön, ne? Aber die Revolution Highlighter sind per se immer sehr, sehr geil. Und ich meine, wir reden von Revolution Pro. Dann darf das auch ein Pro Glow geben, oder? Ja, den setze ich mir auch noch ein bisschen unter die Augenbrauen mit rein, weil mir das zu wenig war. Ein bisschen hier oben drüber auch noch. Ja, das ist schon nice. So. Mag ich gerne leiden. Und ja, jetzt haben wir alle pudrigen Texturen drauf. Jetzt können wir das Ganze fixieren. Und als Fixing Spray habe ich hier das Supreme Hold Fixing Spray. Das sieht ja sehr schlicht aus. Also das fällt vollkommen hier raus, weil das einfach nicht Gold ist. So, dann noch einmal mit dem Schwämmchen drüber gehen. Das mache ich, wenn es so leicht angetrocknet ist, in letzter Zeit ganz gerne. Einfach, weiß ich nicht, um das Ganze noch mal ein bisschen miteinander zu verbinden. Aber nur ganz vorsichtig tupfen. Jetzt mache ich weiter mit meinen Augen. Da habe ich nämlich noch ein Produkt für die Augen. Und zwar den Eyeliner Ultra Fine Gel Pencil. Jo, ne? Es ist einfach so ein Stift. Hä? Kommt aber nichts. Hallo? Ja, jetzt kommt er so langsam. Okay. Ja, wir gucken mal, was wir damit anfangen können. Ich denke, so einen präzisen Wing oder wie auch immer kriegst du damit nicht unbedingt hin, weil das ist halt so ein Stift, ne? Und der ist sehr hart. Aua. Au, der ist wirklich hart. Jetzt ist er auch noch abgebrochen. Na toll. Und präzise arbeiten kannst du damit auch nicht, weil du halt deine Haut die ganze Zeit hin und her schieben musst. Weil du doller drücken musst. Und dann malst du so schnell eine dicke Linie, so wie ich jetzt. Ja, ich lasse es jetzt so. Ich raste gleich aus. Genau, ja. Eine Mascara habe ich, wie gesagt, leider nicht mitgekauft. Da verwende ich jetzt hier einfach mal die von Too Faced, die Damn Girl Mascara. Aber das mache ich jetzt auf Kamera einmal. So, jetzt habe ich Wimpern getuscht und dann finde ich, sieht alles sowieso immer noch so ein bisschen anders aus, weil man einfach alles so weit hat, wie es sein soll. Jetzt gehören noch Lippen dazu
Um den Look zu komplettieren, da habe ich von der New Neutral Reihe Satin Matte Lipstick in der Farbe Stripped. Und das ist so ein schönes Design. Also wow, ich mag das, wie das aussieht. Das sieht sehr hochwertig aus, auch wenn es sich jetzt nicht so ultra hochwertig anfühlt. Vor allem, weil du hier so ein Plastik drin hast, ne? Das gehört auch anders. Da ist doch hier so ein Vieh drin. Das muss doch garantiert hier mit runter, oder? Kann ich das drehen? Da gehört hier nämlich noch so ein goldenes Vieh mit drauf. Und dann lässt er sich auch ganz hoch drehen. Ja, aber das steckt die irgendwie im Deckel fest. Und das wird auch wieder im Deckel feststecken, weil das irgendwie nicht richtig hier reingedrückt ist. Das ist doch kacke. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja eine total hochwertige Verpackung hier. Naja, auf jeden Fall. Das ist der Lippenstift, der sich jetzt auf meinen Lippen verbindet und befindet. Und ja, ist ein sehr helles Nude, ein absolut klassisches Nude, würde ich mal so sagen. Und ja, das ist jetzt der fertige Look zum Thema Make-up Revolution Pro... Nein, Revolution Pro Full Face. Ja, ich hoffe doch einfach mal, dass ich dir so ein paar Infos geben konnte, wie die Produkte so sind, wie die sich auf meinem Gesicht verhalten, dass du vielleicht ein paar Rückschlüsse auch für dich da irgendwie mitziehen kannst. Ansonsten, ja, ne, werde ich jetzt noch ein paar Videos drehen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!